herzlich willkommen zu Böbs Bilanz. Ja, manchmal wundere ich mich auch, wie komme ich auf diese Ideen? Ne, heute zum Beispiel die Idee, was zum Thema Geburtstag und Geburtstagsfest zu machen. Ich weiß es auch nicht. Hier ist übrigens meine Universaleinsatzblume, die ich immer verwende, wenn ich jetzt überraschend zu einem Geburtstag eingeladen werde oder selbst dann feststelle, Mensch, über Nacht hast du ja plötzlich Geburtstag bekommen. Ne? Kurz reingeblasen ist das Ding, dann aufgeblasen und man kann dann Geburtstag feiern. Es ist mittlerweile ein bisschen undicht, aber insofern auch ein schönes Sinnbild für das Altern, was ja von gewissen Undichtigkeitsphänomenen dann zunehmend dann auch dann begleitet ist. Ne? Das kann oben anfangen, das kann unten dann auch anfangen, wie auch immer. Jedenfalls ist das natürlich auch im Laufe des Lebensverlaufs dann auch so, dass man ja doch das Altern mit entsprechenden Sprüchen dann auch begleitet. Ich habe das bei mir beobachtet, als ich 40 wurde, haben mir dann zwei Freunde unabhängig voneinander dann jeweils ein Bullenspiel geschenkt, damals mit dem Kommentar, das wäre eine Sportart, die ich jetzt ja noch ausüben könnte. Solche Späße sind mittlerweile abgeklungen. Jetzt kommt das eher sowas in diese Richtung des Mitleids und des Aufmunterns. Ne, lass den Kopf nicht hängen und so weiter. Dann muss man sich wirklich ernsthaft Sorgen machen. Einer sagte mir zum Beispiel, das ist ein reiner Zufall, ne, dass das so groß gefeiert und in den Mittelpunkt gestellt. Das ist doch nur eine Zahl. Wenn wir zum Beispiel nicht das Dezimalsystem, sondern ein binäres Zahlensystem hätten, dann wäre die 63. Das wäre die Zahl, weil das sind 6 Einsen in einer Reihe. Das müsste man dann richtig feiern und das wäre was, auch wo man dann so Bilanz ziehen muss und so. Aber das ist doch jetzt eigentlich nichts weiter von Bedeutung. Naja, ich kann jedenfalls bei mir beobachten, dass sich das doch dann verändert. Man bringt sich ja so ein bisschen, naja, ich sprach ja davon, von dem Verlust hier, von dem Undichten. Jedenfalls, man bringt sich ja so ein bisschen in die Reihe. In früheren Jahren hat ja noch so ein bisschen Abtönfarbe dann gereicht. Mittlerweile muss ich dann doch zu Montageschaum dann greifen, um den Geburtstag dann auch zu überstehen. Aber so richtig alt ist man ja erst, wenn die Kerzen auf der Torte teurer sind als die Torte selber. Ne? Mittlerweile ist ja in der Bundesrepublik so, dass wir 6,5% des Bruttosozialproduktes für Geburtstagskerzen ausgeben. Von daher bin ich da in großer und guter Gesellschaft und habe dann auch jetzt das alles doch einigermaßen passabel dann überstanden. Das ist übrigens interessant, wenn man mal guckt, wo das herkommt mit diesem Geburtstag feiern. Die alten Ägypter haben damit angefangen, haben den Pharao dann immer an seinem Geburtstag gehuldigt. Die Römer waren dann schon dicht dran an dem, wie wir es heute machen, haben dann den Geburtstagskind Ständchen gebracht, eine Rede gehalten, ein Gedicht geschrieben und immer mit dem Wunsch, eigentlich die guten Heiligen oder die guten Götter dann zu besänftigen und herbeizulocken, damit die in dem Jahr drauf dann das Geburtstagskind vor allen Unbilden dann beschützen sollten. Ja, das ist schon interessant. Der April ist ja dann, der 20. April ist ja dann so ein besonderes Datum. Das wissen interessanterweise sehr viele Menschen, dass der 20. April irgendwie so was Spezielles ist. Der war nämlich in der NS-Zeit, wurde der immer ganz groß gefeiert als Adolf Hitlers Geburtstag, also Führers Geburtstag, wie das dann kurz hieß. Das war mir die Zeit, wo meine Eltern haben da immer von erzählt, die sind ja in der Zeit groß geworden, wo die Jugendlichen oder die jungen Leute dann massenhaft dann in die HJ oder in den Bund Deutscher Mädel dann aufgenommen wurden, große Aufmärsche und Feiern und so weiter. Also bis heute ist das so ein eigenartiges Datum, der 20. April. Bei der Gelegenheit gibt es ja dann die Geschichte von Adolf Hitler noch weit vor seiner Machtergreifung, als er noch versuchte, als Kunstmaler eigentlich dann in die Gänge zu kommen und war nochmal von der Akademie dann abgelehnt worden, war so ganz, irgendwie ganz mies drauf, hat überlegt, Mensch, wenn die mich jetzt nicht nehmen und ich kann kein Kunstmaler werden, dann werde ich in Polen einmarschieren. Und ist dann zu so einem Wahrsager gegangen, hat gesagt, hier kannst du mir mal aus der Hand lesen, mir meine Zukunft vorhersagen, hat der Wahrsager, hat dann die Hand sich angeguckt und hat dann gesagt, also, eins kann ich dir sagen, du wirst an einem Feiertag sterben. Ja, an einem Feiertag, sagt der Hitler damals. Ja, aber wann denn? Ja, sagt der Wahrsager, das ist ganz egal, wenn du stirbst, wird ein Feiertag sein. In diesem Sinne hoffen wir, dass unser Sterbetag dann kein Feiertag wird und wir noch viele Feiergeburtstage dann vor uns haben. Alles Gute. Mhm.